Hallo liebe Do-It-Yourselfer, kennt ihr auch das Problem, dass bei einer Fliesenwand nur eine einzelne Fliese kaputt ist? Also bevor ihr jetzt die ganzen Fliesen runterholt, zeige ich euch mal eine Alternative. Um eine einzelne Fliese herausschlagen zu können, trennt ihr zunächst die Fugenmasse heraus. Das geht am besten mit einem Multitool und einem Mörtel-Entferner-Aufsatz. Kleiner Tipp, die Geräte kann man sich auch gut in einem Baumarkt leihen. Die Fuge muss rundherum frei sein, bevor ihr anfangt, die Fliese mit Hammer und Meißel herauszuschlagen. Sonst überträgt sie den Druck auf die Nachbarfliesen. Arbeitet dabei immer von innen nach außen. Dann reinigt ihr den Untergrund, damit keine Kleberreste zurückbleiben. Dazu nehmt ihr das Multitool oder einen alten Stechbeitel. Statt eines normalen Fliesenklebers verwendet ihr einen Dispersionskleber. Der ist fertig angemischt und lässt sich einfach mit einem kleinen Zahnspachtel auftragen. Ich habe mir ein Stück Mosaikfliese genommen, weil ich keine alte Fliese mehr auf Vorrat habe. Die schneidet ihr euch einfach auf Maß und klebt sie ein. Gut andrücken. Nach der empfohlenen Trockenzeit des Klebers verfugt ihr das Mosaik. Ja, ihr seht, es ist ganz einfach. Ich habe hier noch weitere Fliesen ausgetauscht. So könnt ihr eure Wände wirklich zu einem echten Hingucker machen. Tschüss und viel Erfolg!